Zurück aus der Werbung. Ich bin jetzt in den N-House Studios und treffe hier Percival ganz privat. Der in Deutschland lebende US-Amerikaner war schon Backgroundsänger für Robin Williams und Michael Jackson. Berühmt wurde er in Deutschland durch die Show Voice of Germany. Mit seiner Strip-Songs-Tour gibt Percival am 4.10. im Enhau ein Konzert und am 6.10. im Ballroom. Jetzt sitzt er hier, der Percival. Hallo. Hi. Willkommen in Berlin wieder mal. Danke, danke. Ist es immer eine Reise wert, hier zu sein? Meistens ja. Manchmal ist es Not, aber meistens ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Jetzt hast du ja einen besonderen Grund. Wir sind hier in den Enhau-Studios. Hier wirst du proben und auch auftreten, nicht wahr? Ja, nächste Woche am Dienstag, ich glaube, das ist der 4.10., mache ich ein Session mit ein paar sehr, sehr gute Freunde von mir. Ein paar Leute aus Berlin, Berliner Sänger, Songwriter und die Natalie Williams, die aus London kommt. Und ist Sängerin auch mit Incognito, Ingrid Arthur und viele einfach nur so geile, geile Leute, die ich mag. Und ich finde, dass wir zusammenkommen selten. Und ich dachte, okay, ich mache einfach nur irgendwas so, dass wir irgendwas zusammen machen können und ein bisschen feiern können danach. Und dann Donnerstag nächste Woche in das Ballhaus in Chausseeallee Konzert. Oh, ja, so nächste Woche bin ich die ganze Woche in Berlin. Gibt es da noch Tickets hier fürs Ballhaus? Ich glaube schon. Jede andere Stadt ist ausverkauft. Berlin ist noch nicht ausverkauft. Voice of Germany, wie war denn dein Leben danach? Wie danach und immer noch? Ja. Ich hatte 80.000 Euro Schulden davor. Und innerhalb einen Monat, nachdem ich raus war, habe ich alles abbezahlen können. Ja. Das ist toll. Das ist doch eine... Also wenn das, okay, und danach, dann hattest du keine Schulden mehr und hattest aber auch tausende von Ideen? Ja, ja, ich habe immer tausende Ideen. Ja. Manchmal kommt irgendwas wahr. Aber dann bin ich direkt auf Tour gegangen und es war sehr erfolgreich. Es war eine Clubtour und ich habe eine Menge verschiedener Leute getroffen. Dann habe ich eine Platte gemacht, der gut war, aber nicht so erfolgreich, weil ich habe alle Plattenlabel abgesagt. Because I'm not going to be a slave. Sklaventagen sind vorbei. Yes. Und dann habe ich alles selber gemacht, selber finanziert, selber arrangiert. Und das mache ich immer noch. Und es macht Spaß, es ist eine Menge Arbeit, aber es macht Spaß. Aber es ist besser, meine Mutter hat mir gesagt, dass ich ein Kind war. Wenn du irgendwas machen willst, dann sollst du einfach nur selber da rein deine ganze Energie stecken, auch dein ganzes Geld, wenn es sein muss, weil du bist der Einzige, der genau weiß, was du träumst. Mhm. Wenn du Leute, gute Leute dazu holen kannst, weil in dieser Geschäft, es gibt so viele fucking Arschlöcher und die alle kennen mich und die alle haben Angst vor mir und das ist gut so, aber die gute Leute, die gute Leute, die habe ich gefunden, langsam. Und die behalte ich. Ich muss wohl auch gut sein, weil ich habe keine Angst vor dir. Ich finde dich ganz, ganz sympathisch. Ich bin in Texas aufgewachsen. Das bedeutet, was wir fühlen, kommt raus. Und viele Leute haben Angst vor der Wahrheit. Und diese Leute können von mir fernbleiben. Und die Leute, die ein echtes Leben haben, eine echte Werte im Leben, give them to me, please. Das ist so geil zu sehen auf Tour. Ich mache jetzt mein drittes Tour seit dieser Fernsehshow damals. Und es ist so geil zu sehen, die Leute, die zu mir kommen. Es gibt manche Hausfrauen, es gibt Biker. Ich habe ein paar Hells Angels dabei gehabt und einfach nur so eine... Du bist ja auch ein Rocker, ne? Das ist Rock'n'Roll halt. Und dann auch ein paar Banker oder so. Und dann viele junge Leute und viele ältere Leute. Und das ist einfach nur so eine Rainbow-Mischung. Schwule Leute, ein paar lesbische Leute, schwarz, weiß, alles gemischt. Und ich sehe das und das ist so, oh, danke, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt, was auch immer das sein mag. Ist toll, du entertainst uns, du erfreust uns und ich freue mich gleich, dass du mir ein Lied singst. Was bekomme ich zu hören? Was machen wir? Da ist der Gitarrist da hinten. Ja. Wir haben überlegt und dann dachte ich, okay, ich habe ein Lied, heißt Berlin.
Und das ist über meine Zeiten in Berlin, als ich die 3-4 Jahre hier gelebt habe. Die gute Seiten und die schlechte Seiten von Berlin. Und wir sind gespannt. Okay. Ich freue mich und wenn ihr auch Percival, den sympathischen jungen Mann, sehen wollt, 4. Oktober im Enhau, ne? Ja. Und im Ballhaus am Donnerstag, den 6.10. Ja. Ballhaus in der Chausseeallee, weil es gibt zwei geile Häuser hier, heißt Ballhaus, aber diese in der Chausseeallee. Und der Nada, Nada Rahi, ist mein Opening Act. Der ist der Gitarrist von Nina. Und ich bin einfach nur dankbar, aber der ist so hochtalentiert, dass er für mich Support macht. Weil ich würde gern auch Support für ihn machen, wenn er endlich seine Solo-Sachen macht. Wir freuen uns und bis Donnerstag dann spätestens. Danke. Time away. Vicious circle, just fucking my brain again and again, fucking my brain. Grow on me, grow all over me, grow on me, grow. They say that good intentions pave roads to hell. What's mine to keep, you know it's yours to sell. This place dreams all my time away. Vicious circle, it's just fucking my brain again and again, fucking my brain. Grow on me, grow all over me, grow on me, grow. Give me something to believe in, 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 give me something to believe in. Fucking amazing. Danke. Unbelievable. Dankeschön. And you too. Hey, danke. Danke, Percival. Jetzt geht es weiter mit einem Einblick hinter die Kulissen des Marathon, nämlich bei der Pressekonferenz Taiwan Excellence. Kurz vor dem größten Marathon Deutschland mit rund 40.000 Teilnehmern steht auch Taiwan Excellence bestens präpariert in den Startlöchern. Mit den neuesten taiwanischen Produkten aus den Bereichen Gesundheit, Bike, Elektronik und Computertechnik. Im Mittelpunkt stehen aber die taiwanesischen Läufer, die von Taiwan Excellence unterstützt werden und bei dieser Pressekonferenz gebührtig empfangen worden sind. Ich sprach mit dem Präsidenten und CEO von Taitra. Taiwan Excellence is sponsoring the Berlin Marathon. Sponsert den Berliner Marathon. Es ist jetzt schon das zweite Mal und wir haben mehr Läufer. Jetzt sind es schon 220, die teilnehmen. Im Vergleich zum letzten Jahr waren es nur 80. Auch ist jetzt der Berlin-Marathon bekannt in Taiwan. Und der Marathon ist eine gute Plattform, dass taiwanesische Produkte in Berlin bekannt werden. Im Vorfeld hatten sie einen Taiwan Excellence Award für herausragende taiwanische Produkte. Und heute werden drei davon präsentiert. Genau, Taiwan Excellence Produkte präsentieren das Design, die Qualität unserer besten Produkte und ist vergeben durch das Büro für Eintrade für Taiwan. Es ist eine ausgezeichnete Plattform für uns, um unsere besten Produkte der deutschen Unternehmerbranche vorzustellen. Laufen Sie selber?
I run, but not marathon. Ja, ich laufe aber keinen Marathon. Vielleicht irgendwann. I can join the marathon, but in marathon. Aber wir werden es uns anschauen. Watch it and we're gonna so be so excited for. I will be the best cheerleader. Ich werde der beste Cheerleader sein. Thank you very much. Thank you. Die Geschichte um die Schlacht bei Marathon erklärt mir der taiwanische Botschafter. Der Mann, der sozusagen diesen Anlass gegeben hat, heißt ja Philipp Ides. Philipp Ides, das war ja dieser der Kurier, ja, der Berufsrunner. Jetzt sind wir mal ein paar Jahre zurück jetzt. Ja, nicht nur ein paar Jahre, ich glaube, das war im Jahr 490 vor Christi Geburt. Ja. Aber wichtig war ja dieser Mann, der war einsam, der lebt alleine. Ohne Begleiter. Er wusste, dass er diese Message rüberbringen würde. Das ist eine gute Message. Das bringt sein Volk und seinen Leuten Freude. Ja? Und als er aber endlich da angekommen war, ist er dann zusammengebrochen. Und bevor er zusammengebrochen ist, hat er nochmal gesagt, Karirete no menken. Ja? Und das heißt, Joy, also Freude. Wir haben gewonnen oder wir gewinnen. Ja. Dann hoffen wir, dass keiner zusammenbricht morgen, die über 40.000 Läufer. Und davon haben wir auch 6 taiwanische Läufer. Da sind wir mächtig stolz, nicht wahr? Ja. Und wir werden es einfach genießen. Wann sind Sie auch selber mal gelaufen? Ja, ich habe, als ich noch mal ganz jung war, und das ist leider lange her, ich habe in Taipei habe ich Joggen. Ich habe bei einer Gruppe von Joggenleuten habe ich mitgemacht, ja. Oben im Gebirge. Das ist wirklich, wirklich sehr schön. Das ist und wenn man das jetzt so sieht, möchte man doch gleich seine Laufschuhe anschnallen und weiterrennen. Ich hätte gleich meine Jacket ausgezogen, würde gerne mitmachen, aber ich glaube, ich bin ziemlich lange aus der Übung. Aber vielleicht sehe ich Sie an der Strecke morgen. Dankeschön. Bin ich da. Super, ja, Dankeschön. Dankeschön. Jetzt bin ich schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Bevor ich mich jetzt verabschiede, zeige ich euch meine Impression vom Berliner Marathon Shut on my Smartphone.